Der Kreuzstutz, das ist ein sehr lebendiges Quartier, hat aber auch seine Nachteile, weil es liegt stark im Schatten, wird vom Verkehr überschwemmt und entsprechend viele Menschen mit wenig Budget kommen hierher dann, auch viele Immigranten. Und das Quartier wurde mal in einer Gratiszeitung als das allerschlimmste Ghetto der Schweiz bezeichnet. Und das ist da, wo mein Atelier liegt, mittendrin. Und ich habe einen wunderbaren Ausblick auf den Verkehr, auf die Menschen, die da draußen auf den Bus warten und auf viele Ereignisse, die da vor meinem Haus stattfinden. Ich habe da spontan immer das festgehalten, weil ich habe vorher hier gewohnt. Das war nicht immer mein Atelier. Und die Wartenden, die setze ich dann um in Acrylbilder. Und dieses Bild zeigt den Mann, den wir eben gerade gesehen haben. Er verräumt seine Pfeife in einer Tasche und er steht immer um die gleiche Zeit hier und wartet auf den Bus. Und man muss sich vorstellen, dieses Bild hatte ich vor gut 10 Jahren gemalt. Und eine Auswahl habe ich hier mal im Atelier hingehängt, da draußen. Also mich hat schon immer das interessiert, was sich direkt vor meinen Augen abspielt und dass es nicht nur so aus zweiter Hand kommt, sondern dass ich es direkt auch selber sehe und das Gesehene festhalten kann für mich. Und es ergab sich dann die Gelegenheit, dass ich nach Paris konnte und dort habe ich gemerkt, ich will nicht nur immer der anonyme Beobachter sein und musste dann lernen, dass ich, wenn ich da zu Bilder kommen will, draußen, dann muss ich auch den Kontakt zu den Menschen suchen. Und dann habe ich dann wieder mir mal überlegt, was muss ich machen? Am besten gehe ich gerade selber hin und lege offen, was ich mache. Das ist dann zum Türöffner geworden, auch schon in Paris. Und richtig ausgebaut habe ich dann diese Art zu zeichnen in Chicago. Bin da auch hin, so ganz transparent mit meinem Papier und habe da begonnen zu zeichnen. Und gemerkt, dass die Menschen da extrem reagieren drauf, dass man auch Aufmerksamkeit bringt. Ich bin dann in eine Familie geraten, in eine Familie mit 12 Kindern. Die Mutter, die war 28 und war mit dem 13. Kind schwanger. Und das war immer ein riesen Durcheinander. Ganz am Anfang gab es schon diese rührende Szene mit 5 schlafenden Kindern. Ein anderes Kind mit einer sehr bemerkenswerten Gabe war Albert. Und ich habe dann gemerkt, er kann super rechnen. Also er konnte dann diese Zahlen im Kopf multiplizieren. War ganz faszinierend. Aber am liebsten hat er so Gangsterposen gemacht. Freeman hat noch ein Porträt von mir gezeichnet. Also einer, den ich selber gezeichnet habe, hat dann im Gegenzug noch dieses auf einen Karton gezeichnet. Die Roadkill-Arbeit, die ist auf meiner Fahrradreise durch Amerika entstanden. Ich bin dann im Anschluss an mein Chicago-Atelier bin ich nach San Francisco gefahren und habe dann unterwegs alle toten Tiere, die da am Straßenrand oder auf der Straße lagen, fotografiert. Dass ich fotografiert habe, ist natürlich einerseits auch wegen der Zeit, ein anderer Grund wegen der Ästhetik, oder? Weil das viel auch authentischer rüberkommt. Mit einer Zeichnung würde es wahrscheinlich wieder so etwas Ästhetisches kriegen und etwas Distanziertes und ich wollte das vermeiden. Traumbilder entstehen direkt in meinem Skizzenbuch, direkt nach dem Aufwachen. Das ist dann so, dass ich neben dem Bett so ein Büchlein habe und Filzstifte, farbige oder auch schwarz-weiße Stifte. Und dann zeichne ich das dann so auf. Oder? Hier haben wir so ein Beispiel. Hier habe ich geträumt, dass ich auf dem Fahrrad unterwegs bin und dann komme ich in einen Polenta-Sturm. Und da hat es eine Ratte und die hat sich hinten einen Gartenschlauch rübergestülpt und die rennt da durch die Szenerie. Also hier habe ich geträumt, dass ich mit meiner Partnerin in einem Hotel bin, in Santa Maria Mysteir.
Und da haben wir tatsächlich in der Nacht einen Donner gehört. Und ich habe dann weiter geträumt, dass nebenan ein Vulkan ausbricht. Und ich wollte dann das melden beim Hotel und die haben da aber eine Party gefeiert und denen war das eigentlich egal. So eine Zeichnung habe ich dann ausgewählt und habe die dann groß gezeichnet im Bleistift. Das ist jetzt die Weiterführung von der Skizze. Der Unterschied von der Skizze zur Bleistiftzeichnung liegt darin, dass ich in der Skizze, da geht es mir wirklich ums Festhalten vom ersten Moment, also dass ich das für mich konserviere und dann später Zugriff habe auf die eigene Erinnerung. Bei der Bleistiftzeichnung geht es mir dann um etwas anderes, dass ich die Geschichte selber zeigen will und auch genau die Bilder, die ich eigentlich so in Erinnerung habe. Also dass ich möglichst nahe an diese, ja, sage fast das Realistische eines Traumes, dass ich dieses wiederherstellen will damit. Oder? Ich habe sehr lange darauf verwendet, bis ich diesen Punkt erreicht habe. Ich habe mich mir sehr geärgert, wenn ich es nicht genau so hingekriegt habe von der Stimmung her. Und ich weiß, es ist eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen, weil man kommt gar nicht an diesen Punkt, dass es genau so wirkt, wie es sein soll. Ah, hier haben wir diese Zeichnung. Da träumte ich so von einer Kinderdemo. Und das war so in der Südsee wahrscheinlich. Die gingen da auf so eine Landzunge hinaus. Die hatten also Plüschtiere, das war organisiert vom WWF. Einige Tiere waren auch lebendig. Und die wollten die so im Wasser freilassen. Und da ist so ein Dampfer vorbeigefahren. Und ich hatte dann Angst um die Kinder, weil die sind dann einfach ins Wasser gegangen und es hatte starken Wellengang. Ah, dieser Traum ist auch noch lustig. Ich hatte eine Präsentation an der Schule, habe etwas vergessen, musste mit dem Fahrrad schnell ins Atelier. Und dann sind vor mir über den Fußgängerstreifen sind 4 Soldaten marschiert, so im Stechschritt. Und ich bin ein bisschen knapp hinten durchgefahren und dann ist der Hinterste ausgeschert und hat mit einem Ölspurspray hat er versucht, mich zu Fall zu bringen mit dem Fahrrad. Eine Figur, die mir immer aufgefallen ist, das war der Heinz, der Straßenwischer vom Quartier. Und hatte dann die Chance, etwas zu machen für auf den Kreisverkehr. Und habe dann Heinz gebaut als übergroße Statue. Und zwar genauso groß wie Jesus im Hintergrund. Das war ein 7-jähriges Projekt und das hat mich dann ziemlich an den Rand gebracht, weil ich das finanziell unterschätzt habe und auch vom Arbeitsaufwand und allem. Und von der Bürokratie, die das dafür braucht, das Tiefbauamt, alles, all die Dinge. Schlussendlich ist er dann tatsächlich fertig geworden, nach 7 Jahren.